Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Zwergenfreunde, zu Dwarf Fortress. Jo, wir sind immer noch volle Kanne in der Bredouille mit gerade mal 28 Zwergen. Ja, es geht bergab. Ich habe jedoch danach geguckt, dass ich ein bisschen die Einstellungen wieder anpasse, weil vor kurzem hatte ich noch jedem Zwerg einen Howler-Befehl gegeben und ähnlich. Nicht ein Howler-Befehl, Architekturbefehl und ähnliches. Das Ganze habe ich jetzt wieder etwas zurückgeschraubt. In der Hoffnung, dass es nicht mehr ganz so chaotisch wird. Und ich habe meine restlichen Howler zu Militärzwergen gemacht. Die will ich jetzt mal alle einsortieren in meinen ziemlich leeren Squad. So, Expo. Es müssten insgesamt 8 Stück dann sein. Sind es auch. Sehr schön. So, machen wir das noch der Vollständigkeit halber. Genau, 8 Expo-Zwerge. So. Gucken wir mal bei den Designations, was wir noch alles claimen können. Oh, sehr viel hier sogar. Vor allem Bolzen. So, gehen wir mal Claim-Befehle. Oh, hier ist auch noch Zeug, was geclaimt werden muss. Und hier sowieso. Wow, hier muss verdammt viel geclaimt werden. Was verbinden wurde. Sogar Kisten wahrscheinlich. Durch die Berserker und alles. Ah, sogar hier ist eine Tür verboten. Ach du heilige meine Güte, eine Leiche, die verboten ist. Da ist auch noch eine Kiste verboten. Sollten wir alles mal entbieten. Entverbieten, besser gesagt sogar Fässer. Stimmt eigentlich, ich müsste mal gucken, bei Gelegenheit, wie es mit meinen Haulern und mit meinen Köchen und meinen Brauern aussieht, weil ich nämlich davon auch keine mehr habe. Ist schlecht. So. Jetzt können wir mal schön alles weiterlaufen lassen. Es ist übrigens Herbst geworden. Obwohl Herbst ist, glaube ich, schon seit einer Weile. Eigentlich, ja. Ja, wir haben schon den 7. Monat. Das heißt nicht mehr lange und ja, Stone wurde tot gefunden. Es fehlen halt einfach Leute. Mal gucken, was haben wir denn noch? Wir haben schon mal keinen Koch mehr, wenn nicht. Doch, wir haben einen Cook. Einen Cook haben wir. Wir haben 2 Braumeister. Gut, das heißt, wir sind vielleicht noch eine Weile versorgt. Wir haben sogar Zeug, was wir verkochen können. Das Hauptproblem ist, wir haben keine Farmen mehr. Die sind nämlich jetzt noch im Bau. Some migrants have arrived. Oh, Migrants. Oh nein, Migrants. Migrants heißt, die Horde kommt bald wieder. Und wie viele Migrants sind es? 10 Stück, hm? Sehen wir mal durch. Ein Animal Caretaker, 1. 2 Fishery Worker, macht 3. 4, 5, 6, 7, 4 Farmer, 7, 8, ein Bone Doctor, 9, 10, ja. 10 neue Zwerge, die geopfert werden können, wenn nämlich die nächste Goblin-Invasion ansteht. Wie gesagt, unser Fort ist nämlich gänzlich ungeschützt, was das betrifft. Ja, neue Migranten. Ich glaube nämlich, die Levers sind noch nicht gesetzt worden. Nein. Wir haben aber noch einen Mechaniker, der das machen kann. Aber der macht gerade Pause. Das heißt, wenn eine Invasion kommen sollte, was wahrscheinlich der Fall demnächst wieder mal ist, dann... Seht euch das ganze Blut an.
Dann kommen sie jetzt demnächst wahrscheinlich kurz vor oder kurz nach der nächsten Zwergenkarawane. Das ist nämlich immer so das Typische, dass da Invasionstruppen kommen. Und ja, wir haben 5 Zwerge, die im Bett liegen, weil sie verwundet sind und bewusstlos und sowieso. Jetzt müsste ich eigentlich wieder... Nein, ich kann immer noch nicht nach Itself reingucken, weil wir keinen Doc festgelegt haben, fällt mir gerade so ein. Chief Medical Dwarf ist jetzt unser Bone Doctor. Wo bist denn du? Bone Doctor, so. Und zudem zoomen wir auch gleich mal hin. Zoom. Zustand. Nee, doch, oder Z kann ich dem normalerweise genau. Profession, du bist jetzt der Doc. Genau, und Preferences, Labors. Healthcare bitte. Machst du bitte alles. So, dankeschön, Doktor. Jetzt müsste ich wieder genau Zugriff auf Healthcare haben. Ja, wir haben Joker, braucht eine Diagnose. Wir haben einen Hund, der eine Diagnose braucht. Noch einen Hund. Noch einen Hund. Fischerzwerg mit einer Diagnose. Brewer, der eine Surgery braucht. Eine Operation. Autsch. Hund, Hund, Hund. Ein X-Bow, der eine Diagnose braucht. Das ist alles nicht so prickelnd, muss ich sagen. Ey, aber wenigstens hat es einer schon mal aus dem Bett geschafft. Nur die restlichen eben nicht. Was sagt eigentlich bei Military das Schedule zur Zeit? Wir sind momentan noch in Sandstone. Also im Monat Sandstone und da ist no Schedule zur Zeit. Okay. Lassen wir mal gelten. Ich will die jetzt nicht schon gleich unter Stress setzen, dass meine X-Boot-Zwerge durchdrehen. Seht euch außerdem noch das Chaos hier an. Warum steht da eigentlich eine Ente oder eine Goose einfach so herum? Wunden hast du keine. Achso, du bist das Pet von irgendjemandem. Auch gut. Oh, und wir haben wieder Tantrums. Juhu. Das ist auch nicht so toll. Joker hat es ja zum Glück ausgenockt. Der war ja unser letzter Tantrum-Fall. Habe ich eigentlich noch einen Clothmaker-Zwerg? Ja. UM, weil ich brauche dringend Klamotten. Cloth-Shirts, 20 Stück. Auch wenn wir dafür niemals genug Cloth haben werden. Cloth-Trousers, 20 Stück. Und Cloth. Wir haben jetzt Oberteile, Unterteile. Socks, 20 Stück. So. Weil während der Invasion haben auch unsere Klamotten ziemlich gelitten. Wir hatten noch gar keine Zeit, uns um unsere Kleidung zu kümmern. Und wir brauchen natürlich noch mehr UM, Q-Walk Coffins. 30 Stück. Die habe ich zwar noch nicht alle freigegeben. Kann ich jetzt mal machen. Da ist noch... Achso, da ist noch leer, aber er ist frei. Habe ich ihn jetzt aus Versehen? Achso, Current Owner, der wurde noch nicht reingelegt. Okay. Böp, böp, böp. Hä? So, gut. Alle Plätze sind belegt. Und wir haben ein Haustier ist zum Ziegenbock herangewachsen.
Eine Wasserbüffelkuh wird vermisst. Wie sieht es eigentlich mit Missing und so weiter aus? Missing. Wir vermissen einen Hasen. Wir vermissen einen Mace Dwarf. Das war wahrscheinlich einer von den Händlern. Wir vermissen eine Wasserbüffelkuh. Wir vermissen einen Haufen Tiere hier. Das sind alles Tiere, die vermisst werden. Das sind alles Deceased. Troll Furnace Operator. Ja, da sieht man auch, Trolle haben ihre eigenen Nationen und so weiter. Da ist unser Minotaurus Missing. Hier wird eine Ente vermisst. Ein Kind wird noch vermisst. Der Lederer wird vermisst. Oh. Das ist der, der uns heimsucht übrigens. Ein Gobbler und ein Stone wird vermisst. Ein Ghostly Brewer und ein Ghostly Ladder. Der sucht uns heim. Hm. Da schnappe ich mir am besten mal einen Crafts Dwarfs Workshop. Kann ich hier Walk? Ne, hier kann ich die gar nicht machen, hä? Ich kann sie hier nur engraven. Herstellen muss ich sie, glaube ich, hier. Genau, Slabs. Gebe ich mal hier Slabs in Auftrag. So, und hoffe, dass ein Mason kommt und die macht. Weil wenn bestimmte Zwerge einfach nicht gefunden werden können, muss ich sie halt so zur Ruhe bitten. Sonst haben wir die ewig lang am Hals. Oh nein, jetzt haben wir einen Game Cutter, der zum Berserker wurde. Wo ist der? Bei meinem Leader. Squad A. Tötet den da. Ich bin tot. Ich bin tot. Nein. Ich wurde getötet. So, jetzt sind wir eine Nation ohne Führer. Ich kann keinen Bookkeeper. Ja, bloß ich muss erst einen Major. Okay, dann bist du halt der Major. Dann darfst du auch Bookkeepen und Broker machen. Hey, du eignest... falsch. Den da, du eignest dich sogar als Broker. Du bist wahrscheinlich auch bald tot, wenn dich der Berserker da nicht erwischt. Okay, wer tötet wen? Okay, ich glaube, der Berserker ist bewusstlos. Sie kämpfen noch, er wird beschossen. Boah, der hält aber auch was aus. Wie sieht das hier denn aus? Zeigt mir das mal. Du bist leicht verletzt. Du bist schwer verletzt. Du bist gar nicht verletzt. Okay. Also dürfte das irgendwie hinzukriegen sein. Ja, sie haben ihn getötet. Du bist Xbo, du bist Bur. Nix da. Kuh. Assign Bett. Zum Lederer. Genau. Assign Table an meinen Lederer. Der ist jetzt der neue Leader. Macht Mut irgendwie. So, ja. Okay. Und ein Mistwurf wurde tot gefunden.
Der säubert jetzt hier um den toten Zwerg alles herum. Könntet ihr bitte euch um den hier kümmern, um mich? Das wäre sehr nett. Wäre allgemein nett, wenn ihr euch auch um sowas hier kümmern würdet. Habe ich den überhaupt erlaubt? Ja, reclaim. Sag bloß, für mich ist kein Sarg mehr frei. Ihr wollt mich verarschen. Wir haben keinen Sarg für mich. Habe ich wenigstens... Nein, ich konnte keine Sachen in Auftrag geben. Okay, Letterer, du bist jetzt auch noch mein Manager. Ja, ich werde seit einer Woche vermisst. Ich lieg da oben. Wie sowas passieren konnte. Das hier könntet ihr bitte mal weiterbauen. Der Farmplot. Du machst Caveweed und du machst Pigtails. Dann bist du für Sweetpots. Sweetpots gewesen. Da gibt es keine Sweetpots. Und im Winter gibt es so... Oh, ups. Und im Winter gibt es auch keine Sweetpots. Gut. Ja, überall laufen die Zwerge rum. Wenigstens stehen die Brücken wieder. Wie sieht's mit den Levern aus? Eine Brücke wurde wenigstens schon mal gelinkt. Und wir haben unseren Stone. Ist irgendwas? Nö. Also da ich ja eigentlich jetzt tot bin. Ja, ein Mandat. Warum nicht? Large Games, du mich auch. Wir haben jetzt drei Geister. Und es werden wahrscheinlich noch mehr Geister kommen, die uns heimsuchen. Ich hätte wirklich große Lust, jetzt da die Trolle und alles freizulassen, auf dass sie... den Rest, sich um den Rest kümmern. Hallo Invasionsarmee, wo bleibt ihr? Mein Tod hat mich jetzt doch ein bisschen mitgenommen. Da kann ich gebaut werden, weil verbotenes Zeug rumliegt. Schaff das Zeug da weg. Was zur Hölle? Das sieht aber auch nicht gerade gut aus. Blut und Erbrochenes. Und du liegst auf dem Operationstisch. Sehr schön. Das Ding kann auch nicht gebaut werden, weil irgendwer das Ding belegt. Also weil irgendwas im Weg ist. Pigtail Seeds. Wie sieht es eigentlich mit unseren Stocks aus?